Guten Tag und willkommen zurück zum New Super Mario Bros. U Deluxe. Um einfach mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen zwischen dem Geisterwald und den normalen Leveln, zocken wir hier das Secret Level Parakäfer Parade. Und ich finde auch die... Boah, ich dachte gerade, ich springe vor denen vor und sterbe dann hier direkt. Aber nee. Ja, ich finde die Icons ganz geil. Bei den Secret Levels. Oder auch bei den Geisterhäusern. Da ist, glaube ich, auch so ein... Ja, da müsste auch so ein Geisterhaus sein. Finde ich ganz nice. Aber was wollte ich denn jetzt noch mal ursprünglich sagen? Genau. Ich habe jetzt Luigi genommen, weil ich finde, dass Toadette für diesen Level so einfach ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ihre Fähigkeit, sage ich jetzt einfach mal, schnell zu stoppen und das Gleiten und das Hochboosten. Das war echt unlucky. Dass mich da diese komischen Käfer die ganze Zeit runtergetragen haben, weil da zwei übereinander gesteckt waren. Ach komm ey, das ist doch lächerlich sowas. Naja. Aber um den Satz mal zu Ende zu bringen, ich finde Toadette hier zu einfach in einem Level. Wegen ihrem Hochboosten, wegen ihrem schnellen Stoppen. Wegen ihren Gleiten und so weiter, weil man ja auch dann noch gleiten kann. Oh mein Gott, ey. Warum ist denn Luigi so komisch da runtergerutscht von der Kante? Ja, jetzt werde ich hier richtig getrollt. Ja, komm, Schwierigkeit ist gut, aber wenn ich mich die ganze Zeit blöd anstelle, dann ist das auch nicht so geil, ne? Also, wie gesagt, ich finde Toadette einfach zu leicht hier in dem Level, weil man sich die ganze Zeit hochboosten kann, wenn man lustig ist. Und dann auch noch gleiten kann. Also wechseln wir einfach zu Luigi. Zocken ein bisschen mit dem und ich denke, dann wechseln wir auch demnächst wieder zu Mario zurück oder zu Toad. Mal schauen. Aber jetzt erstmal zusehen, dass ich mich hier nicht nochmal so blöd anstelle. Wie eben die ganze Zeit. Und was ich auch sehr komisch finde hier in dem Level ist, dass man die ganze Zeit One-Ups bekommt. Es ist mir zwar bewusst, dass das so ist. Und so soll es übrigens eigentlich gemacht werden. Ich dachte, das wäre mit dem kleinen Käfer gewesen. Aber naja, wie gesagt, ich stelle mich manchmal dumm an. Ist in Ordnung. So, es war mir zwar bewusst, dass das hier in dem Level so ist. Das mit den One-Ups, ich finde, es macht nicht wirklich Sinn. Oh Gott. Boah. Das ist gemein. Das war echt fies. Und das ist sogar die dritte Starcoin. Das war echt eine ziemlich nice Starcoin. Und gut, dass ich das dann noch gesehen habe mit der Röhre. Oder es mir aufgefallen ist. Weil ich
denke, die meisten werden daran vorbeilaufen. Ja gut, ich meine, ich habe das Spiel zwar schon mal gespielt, aber es ist schon so lange her. Ich denke nicht, dass mir das da jetzt irgendwas gebracht hat. Dieses Vorwissen, in Anführungszeichen. Ich meine, wirklich dran erinnern, wie gesagt, tue ich mich nicht an das Spiel. Und wir zocken jetzt hier von dem Level auch erstmal den normalen Exit. Habe ich beschlossen, einfach mal das zu machen. Und zu schauen, wie schnell ich hier den Level durchzocken kann. Aber ich denke, wir machen das sogar mit dem Eichel-Suit einfach nur, damit es schneller geht, weil man hier so schön damit gleiten kann. Also, let's go. Scheiße. Ich wollte es probieren. Ich wollte es mal probieren. Aber wäre cool gewesen, wenn ich es geschafft hätte. Okay, was gibt's hier nochmal? Einfach nur ein Item oder... Nö, ein One-Up. Ja gut, da wäre einfach nur ein Item mir lieber gewesen. Und was mache ich für eine dumme Scheiße, ne? Ja, so holt man übrigens auch die Sternmünze. Also, falls ihr euch gefragt habt, wie man die Sternmünze wie ein Skiller holt. So. Nein, ich Idiot. Ich wollte das Ding weghauen und dann auf der Röhre landen, Mann. Und wenn ihr wissen wolltet, wie man wie ein Skiller stirbt. So. Ach Mann, ey. Ach, schade. Ich wollte es nochmal probieren. Aber was auch immer. Dann haben wir wenigstens jetzt den Stand wie vorher. Dass wir hier klein sind. Und uns dann nochmal die roten Münzen verdienen müssen. Oh, naja. Wirklich. Was? Er ist zu kurz gesprungen. Warum ist er denn so kurz gesprungen, der Typ? Wirklich schwierig sind die roten Münzen jetzt nicht. Oh Gott, ey. Also so lange wollte ich jetzt nicht hier in dem Level verbringen, um ehrlich zu sein. Also los, machen wir diese Scheiße hier fertig. Und was ist denn heute schon wieder los? Er ist nicht gesprungen. Er ist nicht gesprungen. Was soll die Scheiße? Jetzt mal ganz im Ernst. Oh Gott, ey, scheiß drauf. Einfach aus dem Level raus. Einfach aus dem Level raus. Das ist mir echt sehr unangenehm gerade, um ehrlich zu sein. Aber... Naja, wenigstens habt ihr dann was zu lachen, ne? Ich glaube, die Fails kommen ganz gut an. Boah, der Bowser im Hintergrund. Nice. Wobei es bei mir persönlich immer so ist, dass wenn sich jemand zu blöd anstellt, so wie ich gerade... Ich weiß nicht, was da los war, also keine Ahnung. Oder was heute in dem Part generell los ist. Also ich denke, es wird sich noch
so den restlichen Part über durchziehen. Also wenn sich jemand so blöd anstellt, regt mich das meist eher auf, anstatt mich zu unterhalten. Vor allem, wenn es dann so ist, dass es halt öfter passiert. Nicht einmal so... Ach, sick. Das habe ich mir schon gedacht, dass da eine Starcoin versteckt ist. Nice. Ja. Vor allem, wenn es dann öfter so ist, dass gefailt wird, regt mich das dann meist ziemlich stark auf. Weil dumm anstellen ist die eine Sache, aber wenn man nahezu durchgehend am Failen ist, also quasi, keine Ahnung, der ganze Part aus solchen Dingern besteht, wie ich das gerade getan habe, also wie ich gerade gefailt habe. Dann fuckt mich das schon ziemlich ab meistens. Und ist hier was? Nee, ne? Was ich mir gerade auch am Überlegen bin. Ja gut, was ich mir eigentlich am Überlegen bin. Ich hatte im Sinn, dass der Secret Exit ganz am Anfang ist. Aber nö. Denke man nicht, dass der da ist. Zumindest würde es mich dann stark wundern, wenn es so wäre. Ich sehe irgendwo die zweite Starcoin noch. Habe ich die verpasst? Na. Die war bestimmt wieder vor irgend so ein Felsen und da muss man schnell genug sein und vor allem das Dingen dann auch noch rechtzeitig sehen und ja, schade. Aber naja, hat ja niemand gesagt, dass wir die tatsächlich verpasst haben, also einfach mal hoffen. Was ist hier? Achso, ich dachte, man könnte da durchschwimmen. Aber anscheinend nicht. Aber was? Aber da unten gibt es ein Secret, oder? Jawohl, einen Stern gibt's hier. Wir können hier durchboosten, was ich auch direkt machen werde. Nein. Boah. Gut, die Starcoin. Und es ist die zweite. Zweite Starcoin ist doch nicht so schwierig. Ich dachte, die wäre schwieriger. Aber alles gut. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass diese Plötze auf mich drauf fallen und wir haben keine Zeit mehr. Moment mal. Hier ist die dritte Starcoin und der Secret Exit? Oder was? Ups. Ey, diese scheiß... Ja, tatsächlich. Diese blöden Steinblöcke. Hier ist der Secret Exit. Ja, gut. Durch die andere Röhre wird es, denke ich mal, einfach dann nach draußen gehen und dann halt auch direkt zum Ziel. Also werde ich das auch nicht in diesem Part zeigen. Sondern stattdessen machen wir jetzt noch als kleinen Bonus das Toadhaus und ich wollte eigentlich
Ich wollte eigentlich erst durchrennen, aber es hätte gar keinen Sinn gemacht. Ich will ja schon den Kampf zeigen. Ja, alles klar. Und man hat nicht viel Zeit für das Ding. Nein, was? Ja, muss ich auf die Seite hier, ne? Was? Holy shit. Okay, es ist ein ziemlich heftiger Fight, um ehrlich zu sein. So, um das Ding jetzt mal hier zu zeigen, wir könnten hier hinten einfach rum und würden die Dinger wieder rauskommen. Aber wir wollen den Fight machen. Und dieses Mal auch schaffen. Ach, und jetzt ist der lame Fight, oder was? Ja, okay. Schade. Ich hätte eigentlich gern nochmal den anderen probiert, weil ich... Hier gibt's den Propellerpilz? Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich da eben einfach nur blöd angestellt habe. Ja, komm, machen wir die Krone weg. Wir werden sowieso nicht nochmal mit Toadette spielen. Ja gut, vielleicht doch. Ich weiß nicht, ob ich mich da eben nur blöd angestellt habe. Oder ob der tatsächlich schwieriger ist. Aber er sah schwieriger als den normalen aus. Und dass es den Propellerpilz hier gibt, habe ich tatsächlich gar nicht mehr gewusst. Ja gut, war jetzt vielleicht auch ein bisschen blöd hier reinzukommen, aber ich wollte noch ein bisschen Bonus-Content bieten. Ich nehme mal den hier. Na, alles klar. Ach, und einem werden die Tafeln nicht gezeigt, die die anderen hatten. Eigentlich ein bisschen schade. Aber naja. Ja, komm. Wie gesagt, Toadette werden wir in nächster Zeit nicht mehr spielen. Und wenn doch, also wenn wir sie nochmal in diesem Let's Play spielen werden, dann werden wir nicht direkt die Krone nehmen. Wie die Buhus da rauskommen, obwohl ich sie schon besiegt habe. Naja, wie auch immer. Im nächsten Part geht's dann weiter mit Level 6 vom Limonadendschungel. Bis dann und ciao.